Hallo, ich bin Dina Kalfin. Wir senden den nächsten Video Digest zum Skyway-Projekt vom Homeoffice-Format. In dieser Ausgabe, Mitarbeiter des Konstruktionsbüros Chassis sprechen über eine neue Federung für den Unibus mit 25 Plätzen. Es ist ein Video erschienen über die Materialien für die innere und äußere Verkleidung der Skyway-Fahrzeuge. Die Ingenieure des Konstruktionsbüros Anordnung informieren darüber, welche Rolle ihre Abteilung für die Skyway-Entwicklung spielt. Jetzt im Einzelnen. Es ist ein Video erschienen zu der pneumatischen Federung für das Chassis des Personenunibus mit 25 Plätzen. Die Mitarbeiter des Konstruktionsbüros Chassis bei Unitsky String Technologies Company informieren über die neue Entwicklung. Der Konstrukteur Alexander Gribov betont, dass die Laufruhe eins der wichtigsten Ergebnisse der neuen Federung ist. Eine besondere Konstruktion der Federung ermöglicht eine ruhige Fahrt, wie etwa bei PKW der Business-Klasse. Die neue Federung ermöglicht eine konstante Höhe des Bodens im Fahrzeuginnenraum. Das erleichtert das Ein- und Aussteigen und erhöht den Komfort. So können Menschen mit Behinderungen den Skyway-Verkehr problemlos nutzen. Alexander Gribov weist darauf hin, dass die neue Federung bereits an dem Chassis für den künftigen Unibus mit 25 Plätzen installiert ist. Nach der Montage wird das Chassis zum Test in den Ecotechnopark gebracht. Das vollständige Video über die neue Federung findet sich in der Beschreibung. Jewgeni Schitschko, Leiter des Konstruktionsbüros Karosserie, informiert in einem neuen Video, welche Materialien für die innere und äußere Ausstattung des schienengebundenen Seilverkehrs verwendet werden. Man verwendet für die Skyway-Fahrzeuge Materialien, die den Geräuschpegel reduzieren und die Brandfestigkeit erhöhen. Solche Materialien wurden auch für das Unicar genutzt. Es geht um eine spezielle Beschichtung, die bei einem Brand schäumt und das Brennen 30 Minuten lang verhindert. Jewgeni zeigt eine Materialprobe des Bodenbelags im schienengebundenen Seilverkehr. Der Fachmann weist darauf hin, dieses Material leichter ist als Holz und nicht brennt. Darüber hinaus präsentierte Jewgeni ein Material mit der Bezeichnung Parabim. Es wird für die Außenhaut des Fahrzeugs verwendet. Die Hauptvorteile von Parabim sind Festigkeit und geringes Gewicht. Das neue Video zeigt weiteres über die Innen- und Außenverkleidung von Skyway. Der Link findet sich in der Beschreibung. Es gibt ein Video über das Skyway-Konstruktionsbüro Anordnung. Die Mitarbeiter dieser Abteilung erstellen die technischen Anforderungen und das Aussehen des künftigen Fahrzeugs. Dennis Bareschew, ein leitender Ingenieur des Büros, informiert, wie die Planung der Skyway-Fahrzeuge verläuft. Alles beginnt mit den Anforderungen des Kunden. Ein solcher Kunde kann die Abteilung der Hauptkonstrukteure sein oder Anatoly Junitsky, der Autor der Skyway-Technologie. Darauf folgt die weitere Arbeit des Büros Anordnung. Die Mitarbeiter des Büros erstellen eine erste Skizze des künftigen Verkehrsmittels nach den geforderten Eigenschaften. Derzeit entwickelt das Büro einen Unibus mit 25 Plätzen und einen Fracht-Unikont in zwei Ausführungen, hängend und aufgesetzt. Jewgeni Gustjenow, ein leitender Ingenieur des Büros, spricht ausführlich über die Entwicklung von Unikont. Das Projekt Unikont befindet sich gerade in der Phase des Entwurfs und der Definition der technischen Eigenschaften. Der Unibus für 25 Passagiere und der Unikont sollen bis zum Ende dieses Jahres präsentiert werden. Darüber äußert sich Andrei Zaitsev, der Chef der Verwaltung für Rollmaterial. Ein vollständiges Interview für das Konstruktionsbüro Anordnung findet sich in der Beschreibung. Das waren heute unsere Nachrichten. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um weitere Nachrichten nicht zu verpassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.